Hallo, mein Name ist Hagen. Und zwar habe ich etwas zu sagen. In Artikel 20 unseres Grundgesetzes steht, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Gegen jenen, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. In Artikel 146 Grundgesetz, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen wird. Das bedeutet, zurzeit haben wir nur ein Grundgesetz in Deutschland. Es gibt keine Verfassung. Das bedeutet ebenfalls, dass es in Deutschland kein staatliches Gericht gibt, somit auch keinen staatlichen Richter. Wir haben ebenfalls das Recht, wenn unsere Steuergelder für Kriege bzw. Angriffskriege verwendet werden, haben wir das Recht dazu, keine Steuern mehr zu bezahlen. Wie das geht, bin ich gerade dabei, mich zu informieren. Ebenfalls nicht bezahlen braucht man, wie die meisten auch schon wissen, die GEZ-Gebühren nicht. Die sind rechtswidrig. In Artikel 5 des Grundgesetzes steht, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Das heißt für uns, wenn die Medien uns belügen, sind wir dran, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Und das kann jeder von uns tun. Wie hier gesagt, in Wort, Schrift und Bild. Jeder kann Plakate anbringen, jeder kann sich jederzeit irgendwo in der Stadt mit einem Megafon hinstellen und seine Meinung kundtun. Und es ist nicht rechtswidrig. Das Grundgesetz steht auch über allen anderen Gesetzen. Das heißt, wenn jemand sagt, hier geht das Marktrecht, ist es nicht richtig, wenn man sich an das Grundgesetz hält. Das war's. Danke. Ich sprach ja vorhin von selber googeln. Schaut doch einfach mal Paragraph 15 Gerichtsverfassungsgesetz GVG. Ihr werdet da finden, dass dieser Paragraph gestrichen ist. Ihr müsst ein bisschen tiefer graben, ein bisschen mehr recherchieren, bis ihr mal eine Seite findet, wo dieser Paragraph 15 noch vorhanden ist. Ich möchte euch nicht verraten, was da drin steht. Schaut selber nach. Hat was mit dem Vortrag des jungen Mannes zu tun. Und ihr könnt, wenn ihr anfangt zu googeln, zu recherchieren, werdet ihr noch viel, viele weitere erstaunliche Sachen finden, wo ihr nie dran geglaubt habt, dass es so ist. Und warum glauben es viele nicht? Weil es so unglaublich ist. Schaut nach, guckt nach, informiert euch aus vielen Quellen und macht euch eure eigene Meinung dazu. Jetzt sind wir mit dem offiziellen Teil durch. Unterhaltet euch noch miteinander, wir haben noch Zeit. Sprecht miteinander, vernetzt euch, sprecht uns an wegen den Arbeitsgruppen, wenn ihr Interesse habt, ein bisschen mehr zu machen, als jetzt nur montags hier hinzukommen.
Und ansonsten nutzt einfach die Woche, mit vielen, vielen Menschen in Kontakt zu kommen, mit vielen Menschen zu sprechen, ihnen zu sagen, dass wir hier montags immer stehen, 18 Uhr, und kommt alle gut durch die Woche. Danke. Gedenktag, Tag der Deutschen Einheit. Wir sagen ja mal den Medien unsere Meinung, Alter. Und dann machen wir mal richtig einen drauf und richtig Lärm und haben richtig Spaß dabei. Das wird spitze! Schaffen aus den Lagern zu wischen. Viertmal, ich hoffe, das ist euch allen ein Begriff.